Der zweite Adventssonntag ist ganz in der Nähe der Eröffnung des Heiligen Jahres, das Papst Franziskus das Jahr der Barmherzigkeit nennt. Es geht eigentlich darum, die Zärtlichkeit Gottes den Menschen zu zeigen. Und die Frage ist, was kann das heute heißen, Barmherzigkeit? Und es gibt einige Gedanken dazu, zum Beispiel, du gehörst dazu, einem Menschen zu sagen, du gehörst dazu, einem Menschen zu sagen, ich besuche dich, einem Menschen zu sagen, ich gehe ein Stück des Weges mit dir oder einem Menschen zu sagen, ich rede gut über dich. Für mich war eine sehr berührende Erfahrung, die ich in einem Seniorenheim machte, als mir ein älterer Mensch seinen Terminkalender gezeigt hat und jeden Tag in diesen Terminkalender hineingeschrieben hat, niemand war da. Das hat mich sehr berührt und ich glaube, dass das eine Einladung sein kann für diese Zeit vor Weihnachten, wirklich Menschen zu besuchen, ihnen zu sagen, ich gehe mit dir, du gehörst dazu, es ist wichtig, dass es dich gibt. Das ist, glaube ich, die größte Freude, die wir Menschen machen können. Man kann schon sagen, dass die größte Armut von Menschen bei uns ist, das Gefühl zu haben, nicht dazugehören zu dürfen, nicht dabei sein zu dürfen, nicht irgendwo geliebt zu sein. Advent kann für uns, glaube ich, eine solche Zeit sein, anderen dieses Gefühl des Dazugehörens zu schenken.